Hi Leute, ich bin's wieder, die Nina. Ja, mein erstes Video. Ich habe noch nicht wirklich viel geschafft bezüglich des Hintergrundes und des Mikrofons und auch des Lichtes nicht, bezogen auf mein erstes Video. Aber mir ist schon mal ein Thema eingefallen, worüber ich ganz gerne mit euch sprechen wollte, beziehungsweise was ich euch erzählen wollte. bis ich allerdings in dieser Position jetzt dann saß, wie ich sitze, in der Hoffnung, dass ich einigermaßen gut mittig vor der Kamera und alles dann auch relativ in Ordnung von dem Lichteinfall und so das hinbekommen habe, sind die ersten zwei Takes schon mal in Mülleimer gewandert. Also irgendwie ist das schon mal recht schwierig, das einigermaßen hinzukriegen, dass ihr nicht gleich Augenkrebs am Anfang bekommt. Aber gut, jetzt sitze ich hier und jetzt müsst ihr dazu ertragen, wie es halt ist. Also, mein allererstes Thema, was ich euch erzählen wollte, ist: Ich wollte mir ein Fahrrad kaufen. Also eigentlich wollte ich mir nicht wirklich ein Fahrrad kaufen, sondern ich wollte ein Fahrrad haben. Allerdings ist die Vorgeschichte folgendermaßen, dass mir innerhalb von 2 Monaten 2 Fahrräder, einmal aus dem Keller und einmal aus der Tiefgarage, einfach mal stumpf geklaut wurden. So, die Dinger kosten ja nun mal auch Geld, ja? Und ja, Kellerraum ist versichert, Garage ist nicht versichert, also hast du natürlich auch irgendwie einen dummen Verlust gemacht. So, und dir ständig irgendwelche bekloppten Fahrräder zu kaufen, hast du ja irgendwie auch keinen Bock drauf. Und ist ja immer ein bisschen teuer, ne? Ich meine, irgendwann ist Portemonnaie halt auch mal zero empty, hä? So, und irgendwie für so einen Scheiß immer Kohle ausgeben will man ja auch nicht. Auf der anderen Seite möchte man aber ganz gerne auch mal sein Auto in der Garage stehen lassen und einfach mal seinen Arsch aufs Fahrrad schwingen und die 10 Meter mit dem Fahrrad dann zum Briefkasten oder wo auch immer hin, irgendwie mal hinfahren. Wenn man nicht gerade Lust hat, zu Fuß zu gehen. Aber es ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich hin und her überlegt, okay, verdammte Hacke, was machst du denn? So, dann gab es die erste Möglichkeit, es gibt immer so Auktionen, so Fahrradauktionen. Hab ich mir gedacht, super Idee, fährst du mal hin. Hm, scheiß Idee. Ich bin da hingefahren, das war ein Raum, du so gefühlte 10x10 Quadrat. Zentimeter groß, ja, wo vorne so eine Bühne gewesen ist mit so einem Typ, der so imaginär so einen Hammer da an der Hand gehabt hatte, ja, und da waren 500.000 Millionen Fahrräder und nochmal die gleiche Anzahl an Menschen, ja, und da wurde ein Fahrrad nach dem nächsten aufs Podest gehievt und dann immer so, ein Euro, noch ein Euro, noch für 1,50, 1,50, wer bietet mir, hey, bis da ein Fahrrad unter den Scheffel gekommen ist, bist du schon fast erstickt in diesem Laden, ja, und da musst du ja, Marco, erstmal abwarten, bis dann das Fahrrad drankommt, was du dann eigentlich auch haben möchtest. Und dass das dann zu dem Preis irgendwie in deine Tasche irgendwie geht, wie du es dir irgendwie vorstellst, ja, ganz ehrlich, da hat jemand dann auch schon einen Roman nachgeschrieben, also das, ja, wenn du es nicht kriegst, musst du gehen, weißt du, das ist total bescheuert. So, also habe ich mir gedacht, ja, ich gehe dann mal wieder. So, diese Entscheidung hat mich gerade sage und schreibe 2 Minuten gedauert, gekostet. Dann war meine zweite Idee, naja, guckst du halt mal irgendwie so hier, ne, eBay oder sowas Gebrauchtes. Ja. Hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Also irgendwie war da nicht so wirklich was dabei. Dann bin ich zu drittens zu so hier Fahrradverkäufern gegangen, so Geschäften halt, ne, weil die verkaufen ja teilweise auch so gebrauchte, ältere, noch so leicht verrostete und so, weil ich habe gedacht, hey Leute, ich brauche kein super tolles neues Ding aus Titan mit irgendwelchen super Technik und hier Federung und hast du nicht gesehen. Das Ding wird mir sowieso entweder nach einem halben Jahr geklaut oder aber ich fahre vor eine Wand. Also brauche ich da jetzt nicht Teures. Ich wollte halt echt nicht viel Geld dafür ausgeben. Das Ding sollte einfach nur so ein Drahtding sein und mich von A nach B bringen. Fertig, ja. Gut, das Problem ist aber gewesen, dass diese Fahrradverkäufer da auch nur so Gazellen und sowas stehen hatten und die wollten jetzt mal ohne Scheiß für so ein total verrostetes Ding, wollten die über 100 Euro haben. Das Teil sah aus wie aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, habe ich halt auch irgendwie keinen Bock drauf gehabt, ne?